Damit herzlich willkommen zurück zu Remember Me. Ja, in der letzten Folge haben wir gelernt, dass wir zu dieser tollen Bar müssen. Und wir sind immer noch auf dem Weg. Ja. Gefahr, Steinschlag. Das ist ja geil. Oh mein Gott. Wieso klettert ihr einfach? Hä? Ja. Okay. Dann klettern wir doch mal. Aber ich muss sagen, es ist doch schon genial inszeniert. What? Was ist denn da oben? Weg! Weg! Was ist das? Dein Gesicht! Dein Gesicht! Ich habe es verloren! Da, böses Kind! Ich habe gelogen! Da! Die Fliegen hassen mich! Hilfe! Geil! Nicht gut. Reiß ist viel stärker, wenn andere Liebhaber in der Nähe sind. Besiegen Sie die Marodeure, bis sie vor sich anlegen. Aber sie springt ja schon echt lustig durch die Gegend. Aber diese Kameraführung ist doch tatsächlich ziemlich irritierend. WTF. Wow. Ich bin dich. Gib mir dein Gesicht. Ich habe es verloren. Ich bin hier. Alter, die sterben aber auch nie. Wo läuft der eigentlich die ganze Zeit hin? Das ist doch... Auf die Fresse! Los, auf die Fresse! So, jetzt aber... Scheiße! Hüt! Wieso kann ich nicht ausweichen? What the hell? Das ist fies. Spucken! Geil! Aber irgendwie ist es, dauert das dann so doch relativ lange. Die Leaper greifen Bürger an? Leaper waren Bürger. Ja gut. Ich glaube dir. Los, mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. Leaking Brain, geiler Name. Kran! Der Kran hat sich gelohnt. Und jetzt höher. Und höher und... Nee, andersrum.
Steht da sogar die Entfernung? Ach. Falls ihr euch über die Framerate-Einbrüche beschwert, das sind meistens Ladesequenzen. Was in diesem Fall sehr deutlich ist, irgendwie. Überall sind produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Bürger von Neo-Paris. Die Lieferbedrohung ist geballt. Dank des Rückverwandlungs. Ja, das glaube ich nicht. Sonst hätten sie uns nicht angehört. Eure treuen Diener. Ja, glaubst du selber nicht. Wahrscheinlich hast du die ganze Idee. Na, wahrscheinlich bist du dafür verantwortlich. Aber was ich nochmal gleich für euch machen werde, ist die Untertitel einschalten. Leaking Rain. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Und da oben, wenn ich mich nicht irre, müsste das... Irgendwann sind das, ist das irgendwas mit den Erroristen. Ich habe leider kein Französisch in der Schule. Und Latein, meine letzte Stunde war letzte Woche. Spielerstellung, Untertitel. Hatte ich auch eigentlich auf Ja gestellt. Nur sind wohl anscheinend letztes Mal wieder verloren gegangen, weil das Spiel abgestürzt ist. Haben wir hier noch irgendwas? Metropolis is tracking you. Ne, Nemopolis. Scheiße. Muss ich mich fallen lassen? Aber ich muss sagen, das sieht ja echt. Spitzenfisch. Alles rein in diesen Bezirk. Ja, danke. So gut wie frisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Ja, wenn hier noch Leute wären und nicht nur tote Tauben. Ich spreche nicht mit Fremden. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, aber du sprichst mich gerade an. Den du suchst. Keine Frage gestellt, keine Antwort gegeben. Ich stelle weder Fragen noch gebe ich Antworten. Spezialität des Tages, knusprige Krammkuchen à la Tommy. Versuch's woanders. 15 Euro. Bisschen teuer, ne? Okay. Keine Manieren mehr haben die Leute. Alle Verkäufe sind endgültig. Aber ich hab zu tun. 5. Um zusätzlichen Gesundheitsbalken. Womit hast du dein Haar gebürstet? Mit einer Granate? Würde lieber deine Schwester kennenlernen. Aber ich glaube, ich stelle mal meine Maus langsamer ein. Aber ich muss sagen, das Ganze ist dafür, dass sich einige Leute beschweren, das wäre nicht so belebt. Die Stadt momentan sieht das nicht danach aus. Es ist sehr detailverliebt und sehr viele Leute momentan, muss ich sagen. Du interessierst mich nicht. Alter, das Teil ist sogar dreidimensional. Sieht das geil aus. Ich spiele übrigens auch fast höchster Grafik. Es fehlt, glaube ich, nur in so eine komische Einstellung. Weil man bei der Unreal Engine leider nicht so viel einstellen kann. Soll aber auch angeblich ja nur für High-End-Rechner gedacht sein. Die Option. Okay. Oh mein Gott. Wieso sitzen hier überall Leute rum? Schau nicht so hin. Ja, bin ich in der Zeit. Ich weiß nicht. Ist das nicht das gleiche wie hier? Nichts für dich tue ich. Sorry. Nicht, dass sie die falsche ist. Da, vor dem Fenster dort. Ja, ich sehe, welche du meinst. Ich sehe sie. Ja. Mit den Haaren, ja, die mit den Haaren. Metallplatten, drücken. Ja.
WTF, warum funktioniert das nicht? Was war das? Ein gutes Zeichen, Schwester. Mit der Zeit kommen die Erinnerungen zurück. Ja, ich habe mich gerade an irgendwas erinnert, aber was war das? Wer ist... Olga Sedova. Call. Du bist fast da. Folge Tommys fliegenden Drohnen zu seiner Bar. Ich will aber nicht in die Richtung. Die Steuerung ist wieder so geil wie in jedem von diesen... Muss ich sagen. Also. Ich finde es lustig, dass sogar Zentimeter angezeigt werden. Gib mir eine Erinnerung, Mann. Ich nehme alles. Ich brauche einen Schuss. Den letzten. Dann höre ich auf. Dein Gedächtnis ist wackelig. Und steht da als ein gebrauchter Cyborgasmus. Du stehst kurz vor der Fragmentierung. Irgendwas, Mann. Ich will mich einfach an was Schönes erinnern. Das sind also, Erinnerungen sind hier also wie Drogen. Das war keine schöne Zukunft. Oh, nein, nicht gut, nicht gut. Nette Abkürzung, Edge. Ja, das stimmt. So. Is human. Ich denke mal, das sollte eigentlich heißen, Irren ist menschlich. Ja, und bevor ich da rübergehe, machen wir wieder eine Folgenpause und wir sehen uns morgen wieder bei Remember Me. Ciao.